Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Es ist wieder ein Tag vergangen und unsere Bären sind weiter gewachsen. Werfen mal einen Blick drauf und schauen nach, wie sie sich, zeigen. Ach, sie sprühen schon wieder. Ach, wie schön. Gut, gießen wir es einfach wieder und ich habe mal wieder nicht nachgeschaut. Ihr wisst schon was, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Ich gieße gerne zweimal. Es macht ja so viel Spaß, ne? Ihr wisst, Pflanzengieß-Simulator 2012 für 30 Euro spart man sich einfach, indem man Pokémon kauft. Okay, was machen wir denn in diesem Part? Pokémon haben sind voll geheilt, das ist gut. Ich schaue jetzt mal im Team Aqua, Team Magma, ich sag dauernd Team Aqua, weil es eigentlich Team Aquas Versteck ist, in der Smart-Edition zumindest. Vielleicht ist da jetzt jemand, den wir bekämpfen können. Dann werden wir endlich diese Weimers los. Die blockieren ja schon den ganzen Weg, die ganze Zeit schon. Okay, Velsa. Let's go on your Rücken. Was heißt Rücken auf Englisch? Egal. Magmas Versteck. In Saphir Let's Play ist hier mehr Wasser drin. Okay, wir können momentan noch nicht rein. Was? Wie? Was hast du mit dem Magma zu schaffen? Unser Boss ist nicht hier. Er ist dabei, sich ein U-Boot unter den Nagel zu reißen. Wo er hin ist? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dir das verrate. Verdammt, du musst es mir doch sagen. Was? Wie? Was hast du mit Team Magma zu schaffen? Unser Boss ist nicht hier, er ist auf dem Weg nach Graveport City. Warum er wohl hin dort ist? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dir das verrate. Na gut, dann verrat es mir halt nicht, ich weiß es jetzt eh schon, ne? Und zwar, wo ist er denn jetzt wohl? Denn Team Magma hat uns ja das nicht verraten wollen. Aber er hat uns... Er hat es uns im Prinzip verraten. Wo das wohl sein mag, ich fliege einfach mal nach Graveport City und werf einfach mal einen Blick drauf. Ne? Und hier unten, ist es hier unten? Ja doch, es ist hier, genau. Oder ist es hier? Hallo, hier ist niemand. Gott verdammte, dann ist er weiter nach oben. Ich kenne mich hier nicht aus. Jawohl, hier sind die ganzen Leute versammelt. Was ist denn hier los? Hat Captain Brick etwa einen Riesenfisch unter Meeresgrund mitgebracht? Vom Meeresgrund mitgebracht, sorry. Die Interviewerin ist so cool und wunderhübsch. Wenn ich groß bin, werde ich ein weltberühmter Journalist. Ich muss mein Mikrofon weiter zurück tun, weil ich habe das Gefühl, ihr hört den ein bisschen zu laut. Ich möchte ja nicht übersteuern. Das kommt nicht so gut. Und jetzt hört ihr wahrscheinlich mein Tastengetippel. Hey, nimmst du mich auf? Komme ich jetzt ins Fernsehen? Ja, aber sicher, mein dicker Freund. Ein TV-Interview. Hier! Der Captain ist ein Star! Ich verstehe, ich verstehe. Sie haben eine unschätzbare Entdeckung gemacht. Ja, das hat er wohl. Captain Brick sagt, sie hätten etwas auf dem Meeresgrund entdeckt. Ich frage mich, was das wohl ist. Was gehen sie das sein? Keine Ahnung. Frag doch mal deine belgische Oma hier. Ich hab Kopf. Es wäre ein berühmter Star. Da hat die mir ein Autogramm geben lassen. Aber wer da nicht. Was? Aber wer wird denn da interviewt? Ist das nicht Captain Brick? Nein, es ist nicht Captain Brick, das ist der bayerische Ministerpräsident. Wie auch immer der auch heißt. Okay, Captain Brick, schenken Sie uns. Was? Schenken Sie unserer Kamera Ihr schönstes Lächeln. Dann so ein Pearl-Face. Ja genau, wir haben vor, unsere Expedition weiter fortzuführen. Das ist wunderbar, Captain Brick. Vielen Dank, dass Sie trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns genommen haben. Wir hoffen, Sie bald wieder zu einem neuen aufregenden Funden interviewen zu dürfen. Ja, haut ab, ihr nervigen Paparazzis. Puh, das war das erste Mal, dass ich für eine Fernsehsendung interviewt wurde. Ich war vielleicht nervös. Oh, Kevin, du siehst gut aus. Wir haben bei unserer letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. Wir haben auf der Route 128 eine Unterwasserhöhle entdeckt. Wir glauben, es ist die Höhle eines Pokémons, das schon lange ausgestorben ist. Captain Brick nehme ich an. Wir von Team Magma werden das U-Boot in unsere Gewalt nehmen. Also, das ist jetzt per Lautsprecher, müsst ihr euch so vorstellen. Eure Einwände sind bedeutungslos. Wir erwarten absolute Kooperation. Mal sehen, was ihr zu den Plänen von Team Magma sagt. Fragezeichen. Was soll das Ganze? Sieht's aus, als benutzte jemand ein Megafon. Ja, das bin ich. Ich spreche hier. Genau. Wo kommt das her? Hier.
Das kommt von mir, vom Schreibtisch. Das kommt von der Anliegestelle. Das U-Boot? Das U-Boot! Jemand versuchte zu stehlen! Kevin, bitte komm mit mir! Ja, natürlich, mein Streber, Freund. Diese Schlägertypen, das sind die gleichen Typen, die versucht haben, die Devon-Waren aus dem Museum zu stehlen. Ach, diese Typen meinst du? Ja, das ist die Magma. Du tust mir so leid. All die Mühen, um mir vom Pyroberg bis hierher zu folgen. Und nun, niemand kann uns stoppen, niemand. Oder willst du uns etwa in unser Versteck in Segato City folgen? Und das war ein episches Lachen von mir. Warum? Warum soll die Magma im Team was im Tiefsee-Oberforschungsboot einstehen wollen? Sie könnten doch nicht hinter dem schlafenden Pokémon am Meeresgrund her sein. Selbst wenn ich sie verfolgen würde. Ich hätte keine Chance gegen sie. Ja gut, dann ruft das Militär an mit Panzern und Helikoptern und Unterwasser-U-Booten und was weiß ich. Die werden dir helfen, nicht so ein läppischer Trainer wie ich. Wie soll ich denn Team Magma aufhalten können? Puh, ich habe doch nur Pokémon. Was soll ich denn mit meinem Pokémon gegen die Pokémon von Team Magma antreten? Ich glaube, jetzt können wir sogar ins Team Magma-Versteck rein. Unsere Pokémon haben ja noch nicht gekämpft. Das heißt, wir haben auch logischerweise noch keinen Schaden bekommen. Warum gehe ich dann ins Pokémon-Center? Und warum will ich jetzt fliegen? Ich will nicht davon fliegen. Ich will mich nicht vor der Verantwortung drücken, Team Magma zu besiegen. Nein, nein, ich habe keine Angst vor Team Magma. Team Magma-Typsi. Okay. Naja, gut, dann machen wir jetzt halt das Versteck in diesem Part. Das müssen wir auch noch machen. Und dann, ich fürchte, wir müssen dann in den übernächsten Part oder ab den übernächsten Parts die restlichen Wasserrouten machen. Ich fürchte, das wird sehr langweilig werden. Da muss ich wohl was vorbereiten, damit es nicht ganz so langweilig wird wie damals, wo wir die Route von Griffith Port City nach Fausterhafen gemacht haben, beziehungsweise von Fausterhafen nach Blütenburg City. Da haben wir dann Wer wird Millionär angeschaut. Vielleicht werde ich hier mir wieder was einfallen lassen bei diesen Wasserrouten. Ich glaube, in diesem Part mache ich jetzt das Team Magma-Versteck. Ich werde vielleicht auch ein bisschen überziehen. Und ja, dann haben wir das alles schön in einem Part und dann können wir im nächsten Part, beziehungsweise in den nächsten Parts, Mehrzahl, Plural, anfangen, die Wasserrouten alle durchzuboxen. Boxen, sagt man Boxen? Ja, ihr wisst schon. Weil, das sind wichtige Trainer. Trainer sind Erfahrungspunkte, allerdings sind es langweilige Trainer. Die setzen alle nur Wingguys wahrscheinlich ein. Verdächtige Person gesichtet. Ach, Splinter Cell. Ja, das ist Splinter Cell in Pokémon. Und wir wurden erwischt. Ah, geile Landschaft. Alles ist... Der ganze Boden ist braun. Ach du Scheiße. Die Magma ist so scheiße, dass der Boden braun ist. Oh, die Pokémon-Level sind aber ganz gut. Level 32. Sonnentag. Eine schöne Taktik. Ich werde mich freuen, wenn Tropius mal Synthese lernen wird. Ach komm, ich hab's jetzt extra an. Jetzt aber Logo, komm. Ach, leck mich hier vielen. Du scheiß Wichslappen aus dem... Zoo! So, wie komme ich auf Zoo? Mir ist kein Ausdruck eingefallen. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Brille und der Schwertanz war jetzt völlig nutzlos. Oder? Habe ich doch recht, oder? Scheiße, mein Pokémon ist verwirrt, ich muss wieder wechseln. Seufz. Wäre eigentlich fies, wenn Fifi einen Horrorblick könnte, dann wäre die Angeberei von Fifi gar nicht mal so... Ja, so falsch. Aber jetzt wechsle ich ab Soll, weil eine Selbstverletzungsschaden zu hoch wäre. Und auch zu riskant. Ich wechsle wieder zu Tropius und ich hoffe, jetzt kommt kein Brüller. Oder keine Angeberei, weil das sind die zwei nervigen Attacken von Fifi, die mich absolut auf den Senkel gehen. Jetzt hör auf damit. Makuhita. Toll. Na gut, Makuhita, du schaffst es. Ich glaube an dich. Glaube an dich und dein Herz und du schaffst alles. Armstoß. Ommel, Armstoß. Unser VM-Slave-Pokémon geht da richtig ab. Es hat ihn fast zur Hälfte geschwächt. Und es hat 20 Level Unterschied. Warum setzt er ständig Brille ein? Will er etwa bezwecken, dass wir möglichst wenig Erfahrungspunkte bekommen? Ich verstehe die Brille-Taktik nicht. Na gut, es gibt eine Taktik mit Stahler und eine Gesteinsattacke, die auch so ähnlich ist wie Stahler. Oder Stachler heißt die Attacke, keine Ahnung. Kann Panzer Aeron zumindest und Frostelka bewirkt, dass das Pokémon bei einem Wechsel Schaden kriegt und das könnte man mit Brüller kombinieren. Ist noch eine gute Taktik für Panzer Aeron.
Vielleicht werde ich diese Taktik sogar verwenden im Smart Let's Play. Mal schauen. So, hier. Surfen. Welser ist in Urlaub und surft ganz gerne. Und sie macht mal rüber, hätte man geschlagen. Ich habe verloren. Nee, du hast gewonnen. In Wirklichkeit steht da eben Kevin Bleier fällt den Nummer nach. Oh, fuck, jetzt habe ich meinen Nachnamen gesagt. Oh, jetzt will ich doch gar nicht. Verdammt, jetzt muss ich den Part nochmal machen. Nee, natürlich nicht. Okay, ich verrate. Mein Nachname ist Kevin Bleier. B-L-E-Y-E-R. Nun hat das Team verloren. Aber ich habe meinen Job gemacht. Ja, Bleier ist ein... Naja, ich finde den Namen nicht so besonders prasse. Prasse? Sagt man dazu prasse? Prasse, ich tue mir die Wörter so zurechtlegen, dass es irgendwie einen Sinn ergibt. Das ist mein Deutsch. Das ist mein eigenes persönliches Deutsch. Oh nee, ich mag diese Teleporter gar nicht, aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Also ich meine, in der Arena von Saffronia City ist es deutlich schlimmer. Da führen die Teleporter in verschiedene Richtungen. Teleporter, der ganze Stolz des Verstecks. Ey, fuck, das ist ja eine Frau. Du weißt gar nicht mehr, wo du gerade bist, stimmt's? Den Gegner verwirren, ermüden und dann auf ihn mit Gebrüll. Das ist der Plan. Und ich vermisse die Animation. Ich werde mich wahrscheinlich im Kristall-Let's Play freuen wieder auf die Animationen, weil hier ist es sehr verbuggt, die Animation, wegen dem Emulator. Ja, was mache ich denn gegen Zubat? Ich habe nur eine Methode und zwar fliegen wir davon. Aber unser Tropius ist nicht ganz feige, er fliegt nur davon, um einen Angriff vorzubereiten mit Step drauf und... Ach verdammt, fast ein Monokill. Und jetzt ist es verwirrt. Ist ja mal super klasse. Warum werden unsere Pokémon immer verwirrt? Und warum verletzen sie sich jetzt dann bald selber? Ich wette, Tropius verletzt sich selber jetzt. Habe ich doch recht. Oder Emo Tropius? Natürlich. Also Verwirrung ist hier ein Klassiker in diesem Let's Play. Vor allem Selbstverletzung ist hier ein Klassiker. Das muss man schon mal sagen. Jetzt aber, triff doch endlich. Tropius, ich weiß. Ich weiß, du bist verwirrt und alles in deiner Umgebung ist schwummerig und ja, selbstmörderisch. Aber du musst kämpfen, sonst wirst du sterben. Kämpf oder sterb. Das könnte man als Slogan bei der Bundeswehr verwenden. Kämpfen sie oder sterben sie. Und wenn sie sterben, dann fürs Land. Für Deutschland. Und tschüss, Zubat. Boah, Tropius hatte ganz schöne Probleme gegen Zubat, aber Tropius ist ja auch benachteiligt gegenüber Flugtypen. Was? Was stimmt nicht mit dir? Du bist ja überhaupt nicht müde. Nee, ich bin ausgeruht. Ich bin seit 6 Uhr morgens wach, weil ich Schule hatte. Musste mit der Straßenbahn durch die ganze Stadt fahren. Und jetzt bin ich topfit. Jetzt ist es nämlich erst 20 vor 9 abends. Und ich fühle mich topfit. Yay. Im Versteck war es zu schieben, zu stehen, ist ermüdend. Ich muss... Also, wieder von der Frau. Im Versteck war es zu stehen, ist ermüdend, ich muss kämpfen. Okay, tu das. Okay, die Magma-Rüpel. Warum ist so eine Frau bei Team Magma? Ich verstehe es nicht. Die könnten super Nutten sein, anstatt von bei Team Magma zu sein. Ist doch ein viel besserer Job, oder? Ich meine, Team Magma ist, ja, ist das Blödeste, was man machen kann. Ist direkt hinter Prostitution das Schlimmste, was man machen kann. Was rede ich denn eigentlich jetzt da für ein Bullshit? Naja. Also, falls ihr zufällig ein paar Prostituierten meine Let's Plays sehen, was ich sehr bezweifle, dann tut mir leid, was ich da eben gesagt habe. Okay, Kamaup, was mache ich denn jetzt? Ach ja, und ruft mich an, ne? Meine Nummer ist 0821 und den Rest verrate ich nicht. Den müsst ihr schon selber rausfinden, wenn ihr mich haben wollt. Okay, zurück zum Let's Play. Anstatt hier rumzublödeln mit Nutten und so ein Zeug. Okay, Kamaups pumpt sich auf und erhöht seine Volltrefferquote. Also, ich bin hier vielleicht pervers hier in diesem Part. Volltrefferquote erhöht. Ihr versteht schon. Ein bisschen was, ne? Für die über 18-Jährigen oder für Jünger, wie auch immer. Ihr versteht schon, was ich meine.
Okay, jetzt surfen wir ein bisschen auf Kamm auf. Dieser Part ist ab 18, das kann ich jetzt schon sagen. Wegen überzogener Zweideutigkeit. Da habe ich wohl verloren. Ja, und jetzt leg dich schlafen. Direkt vor mir. Ich bin vielleicht pervers hier. Na gut, oh, das ist wohl sein Ehemann. Tankbefüllung, okay. Proviant, okay. Nichts anderes mehr zu tun, als eine Nervensäge aus dem Weg zu räumen. Was? Nur weil ich mit deiner Freundin rumgemacht habe? Das tut mir leid, das macht mich nicht fertig. Deswegen. Du Team Homo-Rüpel. Ich nenne jetzt Team Homo. H-O-M-O. Team Homo-Rüpel. Reicht ein Zauberblatt? Ich glaube nicht, aber. Zauberblatt. Ne, wenn man Sonntag einsetzen, dann wird es auch ein Vorteil für Kamaup sein. Ich riskiere es. Zauberplatz, komm, das schaffst du, Tropius. Es schaffst du. Für jede Wette. Und jetzt kommt. Ne. Feuerattacke? Okay, Amnesie ist nicht so. Tragisch. Ich greife jetzt einfach mit Fliegen an und dann hat sich's auskamaut. Haben wir Kamaup zu Staub. Ein Adjektiv. Ne. Ein Verb zu. Das sich mit Kamaup reimt. Das hast du wohl nicht geglaubt, Kamaup, dass du jetzt zerfallen wirst zu Staub. Oh, ich bin ein Poet. Okay, was setze ich jetzt ein? Soll ich nehmen? Ich weiß nicht. Nemiatom muss da trainiert werden. Ich nehme mal Welser. Welser hat das niedrigste Level neben Tropius und Nemiatom. Muss ja auch mal trainiert werden, ne? Wir wollen es ja auch schließlich mal auf Level 50 haben in der Liga. Und Surfer! Ciao, ciao, Zubat! Okay, ja, das hätte man schon. Oh Mann, ihr habt ja wohl gar kein Talent, was? Nur Zubats und vorentwickelte Pokémon. Pah! Meine Niederlage war geplant. Ich sollte dich eh nur aufhalten. Ach, aufhalten, ja genau. Das sagen sie alle, nachdem sie verloren haben. Vor allem in Call of Duty hat es jeder gesagt. Wenn du das Geheimnis unseres Verstecks erfahren willst, musst du mich besiegen. Ja, ich danke, ich weiß schon euer Geheimnis. Aber danke für den Versuch, es mir zu sagen, ne? Also wie gesagt, bei Call of Duty, da sagen die Leute immer so einen Scheiß, ne? Wir werden euch aufhalten, damit unser Boss fliehen kann oder so, oder? Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass ich da gerade... das gerade mit einem anderen Ego-Shooter wechsle. Nee, das war nicht in Call of Duty, das war in einem anderen Shooter. Ich weiß nicht, welchen Shooter ich meine. Gar kein Shooter. Wie komme ich denn darauf, dass ein Call of Duty Pod ist? Egal, ich fange mal wieder an, ein bisschen Bullshit zu labern, ne? Das ist ja auch mal wieder ein Anzeichen davon, dass mir die Sprüche langsam ausgehen, weil es hier langsam... Ja, hier ist es sehr langweilig. Immer nur die gleichen Pokémon, fehlt hier ins Kamaup, Zubats. Ein paar Mal auch ein paar Vorentwicklungen, ein paar Entwicklungen. Aber warum setzen die Vorentwicklungen ein? Ich wäre jetzt lieber zufrieden mit ein paar Magnaiens oder Golbats. Die wären doch jetzt geil. Also, warum kommen jetzt so Vorentwicklungen wie Fifien und Zubat? Mensch, jetzt hört auf mich zu nerven, Mensch. Sonst muss ich speeden und das ist dann nicht mehr so cool. Mir geht langsam die Luft aus, weil ich so viel am Stück rede. Also, das ist doch ein Witz, oder? Komm, ihr hättet Züchter werden sollen. Die haben auch immer so vorentwickelte Pokémon, die useless sind und immer gewonnen werden, ey. Nervt mich doch nicht mit euren Vorentwicklungen. Unterentwickelte Leute. Ja, unterentwickelte Pokémon. Genauso wie deren Trainer, die sind auch unterentwickelt. Okay, 4 Pokémon haben wir jetzt gewonnen, also was soll daran bitte schon spannend sein? Oh Gott, ich muss mir das einverlassen, um die nächsten Part zu kommentieren. Das wird ja extrem langweilig werden. Wie mache ich das denn jetzt? Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Das Geheimnis unseres Verstecks? Nun, sagen wir mal so, am Ende befindet sich ein U-Boot. Aber im Moment. Oh Mann, ihr habt Nerven. Wo ist denn eigentlich der Meisterball? Den findet man hier ja. Aha, hast mich nicht erwischt. Der ist einfach an mir vorbeigelaufen. Das hätte ich doch merken müssen, oder? Hallo, entschuldigen Sie. Ich bin müde vom Warten. Du schuldest mir einen Kampf. Warum schulde ich dir einen Kampf? Steht nirgendwo in irgendeinem Vertrag drin. Da musst du schon deinem Boss. Alter, das hätte doch. Ich wäre jetzt mit dem Kamerupt super zufrieden gewesen, aber nein. Dieses Spiel ist zu schwer, wenn wir einen Kamerupt einbauen. Dieses Spiel muss leicht sein.
Ching-Chang-Chong. Deswegen bauen wir hier Kamaub ein. Kamaub ist ein super gutes Pokémon, weil wir solche kleine Schwänze haben. Und nicht Angst haben, dass japanische Kinder Angst vor starken Pokémon haben. Okay, das war jetzt rassistisch. Das war jetzt rassistisch gegenüber Japaner. Ist natürlich alles mit Humor. Ne? Alles ist mit Humor. Ich bin weder ein Rassist noch ein Nazi oder was weiß ich. Was es für noch Leute gibt, die keine Ausländer oder sowas mögen. Im Gegenteil, ich mag sogar Japaner. Ohne den Japanern würde es keinen Pokémon geben. Des Wartens müde, gedöst und verloren. Also ich mag Japaner, echt jetzt. Ich bin sogar an einem Formel 1 Rennen in Japan geboren worden, am 24.10.1993. Irgendwie gebe ich jetzt zu viele Informationen über mich bekannt, aber naja, egal. Ich rede über das, was ich halt gerade Lust habe. Und ja, sei es auch privat, sei es auch über Pokémon. Wir sind ja völlig unter uns, ne? Unter uns. Die Reportage. Hier auf RTL. Ne, hier auf YouTube. Wo ist denn eigentlich der Meisterball? Man findet den doch irgendwo. Oder findet man den erst später? Netzball, Nestball. Nestball, was bringt der eigentlich? Ich glaube, damit kann man schwache Pokémon unter Level 20 fangen, ne? Ja, das stimmt sogar. Oder, nee, mit denen kann man Nestball... Nee, den verwechsel ich gerade mit dem Nestball. Mit dem Nestball kann man Pokémon, Käfer und Wasser-Pokémon leichter fangen. Mit dem Netzball allerdings... Nee, Moment, das bringt ja völlig was durch. Also den Nestball lässt Pokémon unter Level 20 leichter fangen und der Netzball, der lässt Pokémon... also der lässt halt Wasser- und Käfer-Pokémon leichter fangen, genau. Das ist der Unterschied zwischen dem Netz und dem Nestball. Verdammt, wo ist jetzt dieser Meisterball? Ich will den Meisterball, sonst gehe ich hier nicht weg. Ich will den Meisterball, ich habe mich verlaufen. Scheiße. Kannst du mir helfen, ich habe mich verlaufen. Da fällt mir ein, wo habe ich dann nur den Meisterball hingelegt? Wenn ich den verloren habe, zieht mir der Boss die Ohren lang. Ja genau, den meine ich, den Meisterball, wo ist der? Ist hier vielleicht? Da drüben ist er. Aber ja, schade, dass wir kein Geist werden, sonst könnten wir jetzt einfach durch die Wände fliegen. Wo sind wir hier eigentlich? Also ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Ne? Ich kenne mich im Magma-Versteck 0 aus. Genauso wie in der Platin-Edition. Da kenne ich mich im Team Galactic Let's Play auch überhaupt nicht. In Team Magma Let's Play. Team Galactic Let's Play. Was rede ich hier für ein Bullshit? Ich meine, im Pokémon Platin kenne ich mich außerdem auch nicht in Team Galactic Versteck aus. Ebenso wie hier in Team Magma Versteck. Oh Gott. Ich muss deutlicher sprechen und langsamer. Dann kann ich auch richtig beschreiben, was ich überhaupt definieren möchte. Oh, jetzt habe ich ein Fremdwort gesagt. Definition. Definiere, definieren. Eine geile Deutschfrage. Definieren Sie, definieren. Dann sagen die meisten wahrscheinlich, was? Was redet das Buch für einen Scheiß? Das ist also tatsächlich bis hierher geschafft. Da haben wir dich wohl etwas unterschätzt, was? Aber hier geht es für dich nicht weiter. Ich bin besser als die anderen Rüpel, die dir bisher begegnet sind. Ich schinde keine Zeit heraus. Ich werde dich pulverisieren. Scheiße, ich glaube, wenn man den Meisterball vorher nicht einsammelt, verschwindet er einfach. Habe ich im Wiki gelesen. Scheiße! Team Magma-Vorstand Kalle, oh nein! Nicht du schon wieder! Ich dachte, wir hätten dich im Schluckberg erledigt. Für alle Mal, oh Gott. Mein Deutsch ist very good. Okay, Eiwechseling zu Absol und angreife ihn mit Aeroas. Because it's eine gute Attacke. Und das war was am Mischmasch von Englisch to German. Was muss ich sagen? Also wenn ich langsam anfange Bullshit zu reden, das müsst ihr euch merken. Wenn ich anfange Bullshit zu reden, geben mir die langsam die Sätze aus. Oder ich weiß langsam nicht, wie ich es kommentieren soll. Ich glaube, da muss ich irgendein Thema bequatschen. Aber das Problem ist, mir fallen keine Themen ein. Ich bin so einfallslos wie... Ja, seht ihr, ich bin einfallslos. Oh Gott, na ja, gut, mich freut, dass immerhin der Boss eine Entwicklung in seinem Team hat. Oder zumindest der Vorstand. Der Boss ist ja eigentlich nicht... Der Kalle ist ja eigentlich nicht der Boss, der ist eigentlich nur der Vorstand. Der eigentliche Boss ist ja der Mark, ne?
Der Kalle, der ist ja nur ein läppischer Homie für Homie, sag mal Homie. Na, ihr wisst schon. Der Asi, ja, der ist der Asi von Mark. Der macht alles für Mark. Hey Kalle, spring für mich in den Vulkan. Ich bin Mark, gehorche mir. Okay. Oh, das ist aber warm. Oh Mann, mir gehen echt die Sprüche aus. Ernsthaft jetzt. Hilfe! Nicht selbst verletzen! Nein! Aua, das tut weh. Das war wahrscheinlich eine Rasierklingenattacke. Damit hat er sich versucht, jetzt die Pulsadern aufzuschlitzen. Deswegen hat es jetzt ihm mehr als die Hälfte abgezogen. Ich riskier's. Nicht selbst verletzen. Kill oder stirb. Er hat sich für den Kill entschieden. Sehr schön, sogar mit Volltreffer. Besser hätte es nicht sein können, Absol. Wunderbar. Wunderbar. Level 39. Ich möchte Absol doch gar nicht so stark trainieren. Irgendwann lernt es noch Hyperstrahl. Dann habe ich eben auch verloren. Während ich mit dir gespielt habe, hat sich unser Boss vorbereitet. Unser Boss ist schon unterwegs zu einer Unterwasserhöhle ist im Schwarz. Ist in Pokémon Schwarz und Weiß. Nicht in Pokémon Rubin. Falls du ihn verfolgen willst, suche doch mal die Tiefsee in der Region um Segasol City ab. Aber ob du ihn dort auch finden wirst. Was bist du für ein Arschloch? Und jetzt sag mir, wo der Meisterball ist. Sonst raste ich hier aus. Sonst werde ich auch so verrückt wie du. Ich werde zurück wie er. So verrückt wie er. Okay, vielleicht müssen wir einfach nur die Treppe hochlaufen. Oder ist doch richtig? Nein, sind wir wieder hier am Anfang. Oh nein, das möchte ich doch gar nicht. Geht's hier lang? Also ich laufe jetzt durchs ganze Versteck in der Hoffnung, den Meisterball zu finden. Wo sind die Meisterbälle? Wo sind die Meisterbälle? Wo ist der Meisterbälle? Ich meine der Meisterball. Da ist der Meisterball. Aber wir kommen hier nicht drüber. Ich gehe jetzt alle Möglichkeiten durch und dann werden wir den Meisterball auch finden. Stimmt, ich habe es in Erinnerung, dass er hier unten links ist, dann teilt sich der Teleport in mehrere Teleport auf, oder? Stimmt doch. Natürlich, genau, stimmt, dann was hier. Und dann hier und dann schließlich. Verdammt, war falsch. Dann hier, oder? Stimmt doch, oder? Ja. Nee, stimmt nicht. Ach geil, ich bin verwirrt. Hier. Jawohl, ich hab's noch gut in Erinnerung irgendwie. So, und die vorderen Items sind Elektroballs, aber ich werde trotzdem gegen die Elektroballs kämpfen, weil die Erfahrungspunkte geben. Warum nicht? Also komm her, Elektroball. Hatte ich auch mal im Team in meinem Rubin-Spiel. Ich glaube, das habe ich sogar hier gefangen. War eine Plagerei, weil die immer Finale und so eingesetzt haben. Oder haben die Finale gesetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann es nur noch vermuten. So, Welser, komm her. Tja. Schön wäre es, wenn Welser kein Boden-Pokémon wäre, hätte ich jetzt ein Problem. Aber es ist ein Boden-Pokémon. So, hier ein bisschen surfen auf Elektroball. Und er killt sich selber. So kann man es natürlich auch machen. Wir setzen einfach Erholung ein und dann ist es so, als wärst du niemals da gewesen. Und hast uns zum Kampf herausgefordert. So, hier ist Elektroball Nummer 2. Auch Level 30. Ja, ist eigentlich ein nicht schlechtes Level für ein wildes Pokémon, Level 30. Ich setze Ninjatom ein. Ninjatom kann nicht von Elektroball erwischt werden. Außer es ist wieder so eine Scheiß-Start-Tick. Okay, ich habe mich gerade gewundert, warum hier eine Animation kommt, weil die Attacke eigentlich ja immer daneben geht und keine Animation. Normalerweise immer kommt, wenn eine Attacke daneben ist. Aber er hat sich einfach selber gekillt. Super gemacht, Elektroball. Du hast uns eine Menge Arbeit erspart. Und ich glaube, es ist der perfekte Zeitpunkt, sogar diesen Part zu beenden. Passt ja, wir haben das Team Magma-Versteck in einem guten Part gemacht, in 30 Minuten. Was will man mehr? Ich habe zwar in diesem Part ein bisschen Blödsinn gequatscht und so, weil mir nichts eingefallen ist, was ich thematisieren kann, aber im nächsten Part wird sich das ändern. Da werde ich mich vorbereiten und ein Thema und Themen werde ich vorbereiten, die wir währenddessen quatschen können, während wir diese nächsten Wasserrouten machen werden. Oh nein, ich habe so eine Lust drauf. Das ist doch das Beste an Pokémon. Die Wasserrouten. Und die Teleporter, die mich völlig irritieren jetzt.
Okay, leider können wir jetzt gar nicht mehr auf die genau 30 Minuten kommen, die ich eigentlich hätte. Aber egal. So, ich mach dann, ich flieg dann einfach zurück nach, wie heißt die Stadt? Sega Sub City, ja genau. Und dann, ihr seht, also die Weimer sind jetzt hier weg. Jetzt können wir nach Moosbach City surfen, wo wir unseren 7. Orden bekommen werden. Nämlich hier. Aber ihr seht, wir haben noch viel Wassertrainer vor uns. Diese ganzen Route hier, die werden wir in den nächsten Parts, anfangen, alle Trainer dort zu besiegen. Ist zwar sehr aufwendig und manche würden mich für verrückt erklären, wenn ich das sage. Aber wir werden, hier diese gigantische Wasserroute hier, diesen ganzen Ort, werden wir alle Trainer ausschalten. Da haben wir auch die letzten Trainer im Spiel besiegt. Dann gibt es nur noch diese normalen Trainer, zum Beispiel in der Arena, bei Moosbach City dran und in der Pokémon Liga. Und dann haben wir es eigentlich schon mit diesem Let's Play. Also, dieses Let's Play dauert nicht mehr so lange. Also, wir werden vielleicht sogar schon in 20 Parts fertig sein, wenn wir schnell sind. Mal schauen, also momentan sind wir bei Part 36 gerade. Ich heile schnell Pokémon und dann beende ich auch diesen Part. Vielleicht endet dieser Part, dieses Let's Play mit dem 50. Part, mit 50 Parts genau, vielleicht auch länger. Mal schauen. Wir wollen ja noch die, die Wettbewerbe und so schaffen. Und die, die Regis wollen wir auch noch fangen. Regis, Regis-Deal und Regirock. Und drei Quarze werden wir auch noch fangen. Und natürlich auch noch das legendäre Pokémon Groudon. Also, bleibt dran. Ich sage jetzt mal Ciao und sage bis zum nächsten Part, Leute. Macht's gut. Bis dann, bis zum nächsten Part. Oder beziehungsweise gar nicht mehr, falls ihr es nicht mehr sehen wollt und keinen Bock mehr auf Let's Play habt. Na gut, dann, ciao, Leute. Servus.